Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen verrückten Video. Heute ist Feiertag. Nadine und ich waren schon mit, da haben uns drei Autos angeguckt. Das muss ich jetzt mal überlegen. Drei Autos angeguckt und irgendwie war das alles nix. Keine Kamera, nichts mitgehabt. Jetzt ganz spontan bei eBay Kleinanzeigen habe ich das Auto auch schon entdeckt. Wir fahren uns jetzt ein ganz seltenes Auto abholen. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Geschmack. Ich weiß auch, dass es auch rostig ist und nicht der schönste, aber selten. Und Turbo. Nadine, wir fahren, wir haben drei Möglichkeiten. Wir können fahren mit dem Transporter. Wir können fahren mit unserem Schleppwagen. Und wir können fahren auf eigene Achse. C. C? C. Ich will machen, es mal wirklich verrückt. Ich habe den Transporterschlüssel in der Hand, weil ich weiß, da ist wohl noch ein Sitz bei. Hier liegt der Schleppwagenschlüssel. Hier wäre der Transporterschlüssel. Hier sind die roten Nummern. Nadine sagt C. Auf eigenes Risiko fahren wir jetzt auf eigene Achse. 120 Kilometer zurück, okay. Der Tag kann lustig werden. Ich nehme eine zweite Kamera mit. Freut euch auf das, was jetzt noch alles passiert. Das kann ja jetzt was werden auf eigener Achse. Aber Nadine hat so gewollt. Du weißt, ich quengel. 120 Kilometer, das Auto ist aus Baujahr 85. Ist, habe ich euch ja schon gesehen oder im Thumbnail habt ihr es gesehen. Ist ein Peugeot 505 Turbo, Heckantrieb, 155 PS. Weit über 200.000 gelaufen, abgemeldet seit knapp einem Jahr. Ich bin guter Dinge. Ich habe den Koffer dabei. Haben wir Werkzeug mit? Ja, klar. Ja. Werkzeug haben wir mit, rote Nummer haben wir mit. Und Vogelfutter. Und reichlich Vogelfutter. Also für dich. Verhungern können wir nicht. 126 Kilometer, 1 Stunde 20. Hinweg sollte hier nichts schief laufen. Rückweg, das kann was werden. Verrückte Idee, einfach so wieder der drauf. Das dritte Auto heute. Links abbiegen auf. Alle guten Dinge sind drei. Links abbiegen. Das haben wir schon mal, ne? Obwohl, ja, Nummer 1 war jetzt nicht so der Bringer, aber Nummer 2 war richtig geil. Ich glaube, Nummer 3 ist keine Schönheit. Aber selten. Aber selten. Schön, aber selten. Und ich habe schon mal das Gefühl, wir sind der Gnadenhof für alte Autos. Ja. Wir retten wirklich alles. Kommt ein richtig alter Klepper. Rechts abbiegen. Jetzt fragt ihr euch, warum benutzt der nicht sein Navigationssystem von seinem Peter? Dann kommen wir nicht an. Meiner Meinung nach das schlechteste Navigationssystem in Autos, was ich je gesehen habe. Deshalb immer mit Google Karten, glaube ich, heißt das. Funktioniert immer. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, genug geschlabbert. Westfalen. Google Karten ist geil. Ist das nicht Google Karten? Google Maps. Ja, ist doch Google. Ach, Google Karten geht auch. Das versteht man. Wir haben 106 Kilometer vor uns, eine Stunde Fahrt. Ich bin gespannt, wie das wird. So ganz spontan, ohne Schlepper, ohne, ja, wir haben ein bisschen Werkzeug mit, Vogelfutter haben wir mit und rote Nummern. Das war's. Sonst haben wir nichts mit. Also das Ganze geht jetzt auf echt hohes Risiko. Dieses Auto stand bei eBay Kleinanzeigen drin. Wir haben aber vorher schon eine E-Mail bekommen. Da habe ich gesagt, oh, schwieriges Auto, ich weiß nicht. Das Auto wurde dann bei eBay Kleinanzeigen inseriert. Ich habe es mir auch, glaube ich, gut eine Woche lang angeguckt. Und ja, was soll ich euch sagen? Soll ich euch sagen, was ihn dazu bewogen hat, ja zu sagen? Heckantrieb. Er hat gegoogelt, hat das Heckantrieb? Ja, hat es. Muss er haben. Ich weiß jetzt schon, dieses Auto ist nicht rostfrei. Lack ist miserabel, aber super selten. Ein 505 Turbo mit 155 PS, glaube ich, hat der ohne gehabt. So ein Auto siehst du auch nicht alle Tage. Jetzt habe ich noch dazu gelesen, der Wagen hat Heckantrieb. Also auch schon wieder geil. Ich finde, das ist ein Video wert. Ich finde, das Auto ist die Fahrt nach Bonn wert. Und ich bin gespannt, was uns erwartet, weil ich sag euch, gefährliche Sache, ein Auto, was schon seit einem Jahr abgemeldet ist, ein Auto, was 1985 gebaut wurde, über 200.000 Kilometer gelaufen hatte und einen Turbomotor hat, auf eigene Achse, ohne große Vorkenntnisse zu fahren. Aber das wären nicht wir, wenn wir es nicht so gemacht hätten. So wollte ich es gerade sagen. Also geht es jetzt auf den Weg direkt nach ja, soll ich sagen? Ja, nach Bonn. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. So, angekommen. Interessant ist, wir sind hier bei einer alten, das sieht aus wie eine Peugeot-Werkstatt oder sowas. Nee, ne? In mehrere, glaube ich. Nicht nur Peugeot, aber... Ich sehe das Auto ah. schon. Oh, er sieht aber auch schon traurig aus, wenn man ihn so sieht. Ne? Da sehe ich den Besitzer. Der Besitzer heißt übrigens auch Marco. Also im Moment haben wir viele Marcos hier. Ich gebe jetzt mal Nadine die Kamera. Und dann kann der Marco uns mal ein bisschen was zum Peugeot zeigen oder überhaupt. Was wir da haben. Peugeot 505 Turbo. Mhm.
Ihr habt hier eine Peugeot-Vertragswerkstatt gehabt und ihr seid jetzt eine freie Werkstatt? Genau, Vertrag ist damals gekündigt worden und seitdem sind wir halt eine kleine freie Werkstatt. Und dieses Auto ist von einem ehemaligen Mitarbeiter von euch, hatte ich ja schon so erfahren. Der kann jetzt kein Auto mehr fahren und möchte, dass der in gute Hände kommt. Genau so sieht's aus. Der soll nicht einfach nur in den Export gehen und auf den Schrott, sondern er soll noch weitergehen. Du hattest uns ja vor eBay-Kleinanzeigen schon angeschrieben, da haben wir über den Preis gesprochen, da habe ich gedacht, ist mir ein bisschen zu viel und du hast jetzt bei eBay-Kleinanzeigen. Wie würdest du deine Erfahrung zu eBay-Kleinanzeigen nennen? Für so ein Auto nicht sonderlich gut. Viele Exportankäufer, die dann sagen, für 200 Euro komme ich den heute noch holen, machen es dann trotzdem nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, wie so ein kleiner Gnadenhof für alte Autos. Und ich sehe den jetzt und ich sage euch, ich finde den gut. Die Geschichte, wie alt ist der Vorbesitzer ungefähr? Ich meine, er ist jetzt 76. 76 und der hat Peugeot 505 Turbo geliebt. Seitdem er den gesehen hat und jetzt den damals gekauft hat, war das für ihn ein und alles. Die Geschichte, die das Auto erzählt, der sieht ja jetzt, sag ich mal, schon... Der mitgenommen aus. Bisschen mitgenommen aus. Aber an sich ist er ja noch schon mal vollständig. Hier und fehlt noch eine Leiste, so eine kleine Abschlussleiste, die gebe ich dir aber nachher noch mit. Die habe ich noch drin liegen und der Dachhimmel halt. Ich finde, von innen sieht der ganz cool aus. Hier fehlt halt der Dachhimmel, aber so Armaturen, Lenkrad und so, das sieht richtig, richtig geil aus. Und das Beste ist, der Marco hat uns ja gerade schon erzählt, es gibt hier wegen Ersatzteilen gar nicht so das Problem, weil die Autos sind ja recht selten. Aber ihr habt zwei noch mal als Schlachter. Als Karossen, genau. Einer mit Motor und Achse und der andere nur noch als Blechspender. Hier sieht man so schön, der war ja mal silbermetallic, war, genau. Und der ganze Lack ist, ich glaube, die Lackqualität früher war da nicht so gut, wie weggewaschen. Ich finde den Style eigentlich geil. Hier unten, das müsste man mal neu lackieren. Hier wurde schon mal ein Blech geschweißt. Aber an sich keine Durchrostung. Unten drunter soll er zwei, drei Löcher haben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber an sich sieht das gut aus. Zeig uns mal, was hier noch so steht von den Autos. Ja, wo fangen wir an? Entweder den weißen oder den braunen. Komm, zeig uns mal den braunen. Wenn du sagst, du hast braun, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Peugeot 505 Turbo, kennt jeder von euch schon, wo er sagt, kenne ich gar nicht. Ich jetzt unbedingt auch nicht. Oh, okay, das ist definitiv ein Schlachter. Aber der ist doch schon viel entnommen worden, ne? Der liegt sehr tief. Der steht nur noch auf so einem Unterteil von einem Einkaufswagen. Der stand damals noch bei uns hier drin. Da brauchen wir aber den Platz. Ah, hier sehe ich, das ist diese Leiste, glaube ich, ne? Genau. Die hat der silberne rechts noch dran, links fehlt sie. Die habe ich aber in der Werkstatt liegen. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen ja den silbernen, sonst wäre ich nicht hierher gefahren, nehmen wir ja auf jeden Fall mit. Wenn ich Teile benötige, sagst du, könnten wir auf jeden Fall drüber reden. Hey, weißt du was? Immer mal anrufen. Solange ich die noch habe, kann man über alles sprechen. Also kriegen wir den hin. Erste Schlachter, zeig uns mal den zweiten Schlachter. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das ist halt der andere. Hier steht gleich noch eine. Ich glaube, hast du schon mal so ein Auto gesehen? Nein. Ein 505 habe ich schon mal gesehen. Als Turbo habe ich den selber gar nicht auf dem Schirm. Aber jetzt gleich ein Auto, zwei Karossen. Also der sieht für mich fast noch aus wie ein Auto. Auf jeden Fall Scheinwerfer. Die Farbe ist aber cool, ne? Hier ist also der Innenhimmel, den wir für den brauchen. Hier ist genau. Noch heile. Daddy, vielleicht magst du mal kommen? Klar, ich schau mal rein, ja? Ja, mach mal. Ui. Der hat sogar Lederstühle. Ui. Aber der Himmel, guck mal nach oben, da fehlt er zwar am Schiebedach, aber an sich der Himmel hinten ist so drin. Gut, dass keine Geruchskamera ist. Den würde man, glaube ich, auch so auf dem freien Markt gar nicht mehr finden, den Himmel. Ich glaube, du findest bei so einem Auto gar kein Ersatzteil. Schwierig. Also die Sachen, die man von normalen Modellen übernehmen kann, bestimmt. Von so einem GTI oder so ein ganz normaler Standard. Aber turbospezifische gar nicht mehr. Und hier ist auch noch ein Teilmotor drin, glaube ich, sagtest du, ne? Genau. Okay, hier sieht man, Turbolader fehlt. Ich glaube, hier sitzt der Ladeluftkühler drauf. Genau. Ansaugbrücke, klar. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den silbernen gerettet bekommen. Aber es ist traurig, das hat sich wirklich keiner ernsthaft so interessiert, der mal angerufen hat und gesagt, boah, seltenes Auto, den muss ich retten. Es gab einen Franzose, wo ich dachte, okay, der will den vielleicht nach Frankreich mitnehmen und da wieder fit machen. Ich denke mal, da ist die Ersatzteilversorgung vielleicht auch einen Tacken besser wie hier. Da hat sich dann aber auch rausgestellt, der soll nach Afrika gehen und da nur noch so verheizt werden. Hat sich zum Nachhinein auch gar nicht mehr gemeldet und da war das Thema für mich auch gegessen. Im Nachhinein bin ich richtig, richtig glücklich, dass wir das gemacht haben. Noch weiß ich gar nicht, wie er fährt, aber ist mir jetzt gerade auch alles egal, weil ich weiß, an Ersatzteile kommen wir dran und wenn wir kommunizieren, das sind jetzt 120 Kilometer, wenn ich sage, pass auf, das fehlt mir oben, dass ich TÜV bekomme oder, kann man machen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass diese Autos, früher will ich nicht mal sagen, sondern jetzt noch verheizt werden, weil er Heckantrieb hat und Turbo.
Also das könnte man ja auch so Driftauto rausmachen, wobei ich das viel, viel, viel zu schade finde. Ich meine, der hat sogar eine teilgesperrte Hinterachse. Wurde mir so gesagt, ob es stimmt, kann ich nicht sagen, da habe ich nichts zu gefunden. Was ich aber weiß, dass die Autos ein Pampelmusenfahrwerk alle haben. Also die Dinger sind alle weich. Ich habe gerade schon bei YouTube so ein paar Videos gesehen und die schaukeln und spinnen auch wie Sau. Also er fährt sich zumindest hier auf dem Hof noch relativ gut, aber man merkt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Formel 1 Auto. Ich bin mal gespannt. Ich fahre jetzt 120 Kilometer auf eigene Achse zurück. Es könnte aber sehr gemütlich werden. Ich bin gespannt. Wir haben zwei Kameras mit. Meinst du, er schafft das? Ich habe ihm schon gesagt, ich hätte ihn persönlich auch schon dahin gebracht. Ich würde ihn auch fahren. Also du vertraust dem Auto? Na gut. Sehr geil. Bei dem Vorbesitzer, dem vertraue ich blind. Der weiß, was er tut. Ja, dann machen wir jetzt alles Geschäftliche, bezahlen etc. Dann mache ich mir Kennzeichen dran und dann wollen wir mal gucken. Kamera ins Auto, wie er fährt. Also bis gleich. Nur sitzt du im Auto. Ey, super. Marco hier, also der Empfang hier ist super, super geil. Ich mache mal die Kameraperspektive so, dass ihr das seht, was ich auch sehe. So, ey, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Perspektive, oder? Die ist doch perspektivisch. Perfekt. Erstmal gucken, ob das Auto überhaupt anspringt. Sehr geil. Ja, alle Kontrollleuchten aus. Guck, hier ist ein Testknopf. Bitte Handbremse lösen. Okay. Bitte Sicherheitsgurte anlegen. Das Auto spricht mit einem, nicht schlecht. Ja, bin ich mal gespannt. Licht müsste irgendwo hier sein. Drehen, zack, funktioniert auch. So, auf die ersten Meter fühlt sich das schon echt toll an. Aber auch richtig geile Einfahrt. Guck mal, wo wir hier lang müssen und so. Aber man hat natürlich jetzt immer Angst, wenn man so ein Auto jetzt, wie gesagt, hohes Risiko. Ihr seht, es wird dämmerig dunkel. Ob alles funktioniert, ob wir jetzt sicher in Dortmund ankommen. Jeder andere hätte gesagt, Marco, wäre es mit dem Schlepper gefahren, da wäre nichts passiert. Aber wir wollen ja das Risiko. Ey, aber ohne Spaß, richtig, richtig bequem sitze ich hier drin. Das fühlt sich richtig gut an. Merkt sofort hier auch einen Turbo-Einsatz. Man merkt also klar und deutlich, oh, hier ist sogar eine Ladedruckanzeige. Ich glaube, die seht ihr leider nicht, das Lenkrad vor. Oh, richtig gut. So, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal die nächste Tankstelle. Sprit, typisch Marco, ist hier MT. Also ich kann euch sagen, das Auto fährt deutlich besser, wie es aussieht. Aussehen tut das so, als ob das jeden Moment auseinanderfällt, aber es fährt gut. Aber lustig ist auch, ich hoffe, ihr seht das, der Schaltknauf sieht aus, ob er falsch rum wäre. Aber er ist genau richtig. Also er fühlt sich auch an wie Race-Schaltung. Wollen wir mal Test drücken? Oh, der hat nichts zu meckern. Wenn ich mich jetzt abschnalle. Bitte Sicherheitsgurte anlegen. Oh, da gehe ich meckern. Also Sicherheitsgurte anlegen. Wir suchen jetzt Mut zur Lücke. Wir schalten jetzt mal im vierten Gang. Und wir geben jetzt mal Gas. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen Drehzahlmesser und sowas. Lass uns mal gucken, wie der so beschleunigt. Das fühlt sich gut an. Also das Auto läuft ganz sauber. Keine Aussetzer. Bombe. Ich sag ja, meine größte Sorge ist jetzt aber gerade nicht, dass das Auto liegen bleibt, sondern dass wir liegen bleiben, weil der Tank leer ist. Jawohl, da vorne sehe ich eine Tankstelle. Sehr gut. So, dann sehen wir auch noch ein bisschen bei Helligkeit. Was mir zum Beispiel auch gerade aufgefallen ist, hier seht ihr die Risse im Armaturenbrett. Ist mir auch egal. Ich weiß, dass sich viele Leute daran stören. Findet mal überhaupt so ein Auto. Ich bin so stolz darauf, so ein Auto. Also ich habe auf keinen Fall was falsch gemacht. Ich freue mich, ich wiederhole mich. Und ihr wisst, egal. Jetzt wird getankt. Bis gleich. Getankt. Auf geht die Fahrt. Und jetzt können wir ja mal, jetzt haben wir Sprit im Tank. Ein bisschen Kilometer. Wir sind jetzt schon 29 Kilometer gefahren. Jetzt können wir auch mal gucken. Wir müssen ja auf die Autobahn auch beschleunigen. Also ihr versteht, was ich meine. Sollen wir mal einfach drücken? Komm, wir drücken mal. Ja, läuft gut, der Kleine. Beschleunigt gut, sauber, keine Ruckler, keine Aussetzer. Also es fühlt sich alles perfekt an. Also ich würde sagen, wenn ich das Auto nicht von außen sehen würde, würde ich sagen, das Ding fährt wie ein guter Jahreswagen. Ist kein Spaß, der fährt wirklich gut. Guck mal, wir sind vorhin noch auf Risiko gegangen und haben gesagt, oh weia, hoffentlich läuft das Auto. Brauchen wir einen Schlepper, brauchen wir vielleicht den Bus. Aber ich glaube, wir kommen jetzt ganz locker bis nach Dortmund. Fahren jetzt schön gemütlich. Aber jetzt geht es erstmal noch
94 Kilometer nach Hause. Morgen am nächsten Morgen. Einen Tag später, wir sind ja gestern im Dunkeln hier angekommen, es war schon sehr, sehr spät. Jetzt fahren wir zu Firma und ihr seid live dabei, wie ich mich ins Auto pelze, wie ich die Kamera einstelle. Guck, hier leuchtet sogar ein gelbes Lichtchen, dass man findet, wo das ist. So, Kaltstartverhalten ist... Ah, einmal geradeaus. Da ist er. Also ich könnte mir vorstellen, dieses Auto jeden Tag zu fahren. Er hat jetzt keine Klimaanlage, aber was ich hier sehe, der Wagen hat ein Tempomat. Das habe ich gestern rausgefunden. Der hat wie gesagt einen großen Reiserechner und Bordcomputer. Also elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung per Funkfernbedienung. Also der hat wirklich so einige Extras, was neue Autos heutzutage auch haben. Hier ist der Bordcomputer und der zeigt dieses Display an. Und das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also dafür braucht ihr wirklich Abitur. Ihr müsst eine Tastenkombination drücken, hier mit dem Hebel bestätigen. Naja, alles mal in Ruhe. Was ich jetzt auch anhand der Fahraufnahmen ja schon mal sagen kann, ist, dass wir 140 Kilometer jetzt gefahren sind, ohne einen technischen Mangel. Also sprich, wir haben nicht ein Problem gehabt, alles funktioniert und wirklich alles an dem Auto klappt. Dieses Auto hat eigentlich nur optische und Rostmängel. Und genau das zeige ich euch jetzt nochmal. Und dann zeige ich euch auch, was wir mit dem Auto vorhaben. Oder was ich, meine Idee, die ich mit dem Auto vorhabe, was mir da durch den Kopf schießt. So, jetzt zeige ich euch das Auto nochmal von außen. Ich habe es gestern gar nicht richtig gezeigt. Aber wie ihr in dem Video vielleicht auch schon gemerkt habt, extrem aufgeregt. Und dann merke ich selber, wie ich alles verschlucke. Alle Wörter, alles durcheinander bringe. Weil... ich bin wirklich aufgeregt, weil ich finde dieses Auto immer noch wundergeil. Also total geil. So, jetzt gucken wir uns das mal ganz von außen an. Und von außen habe ich ja gerade gesprochen, technisch kein Mangel. Aber hier ist, wie schon gesagt, überall der Lack ab. Hier sind, ich sag mal, Rostmängel. Unten seht ihr die Kante, die ist so ein bisschen grau abgesetzt. Und überall Flugrost. Hier ist zum Beispiel ein Blech getackert, aber wirklich getackert. Und ich finde, man sollte dem Auto seine Geschichte lassen. Ich kann das jetzt Ganze mal waschen, dann sieht das wieder von dem Grünspan befreit aus. Aber an sich kann ich dieses Auto nicht vollständig retten. Gerade das hier, ich finde, das macht es total aus. Hier zum Beispiel müssen wir, da müssen wir nicht mal schweißen. Müssen doch, wenn wir ein kleines Blechchen schweißen. Hier ist ja auch schon was getackert. Aber wir werden versuchen, das Auto so herzurichten, dass der TÜV bekommt. Beim H-Kennzeichen ist ja mal ganz wichtig, dass das Auto auch erhaltenswert ist. Da werden wir mal gucken, wie wir den schön einschmieren hier mit Silikonspray oder was, dass der schön glänzt. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist den Motor. Und was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, ist so eigentlich den Innenraum. Ihr habt ja immer nur den Bereich gesehen. Zum Beispiel hier unten sind Zusatzinstrumente, die funktionieren. Wir haben hier Öltemperatur, Öldruck. Hier haben wir alle möglichen, ich glaube, der hat sogar Sitzheizung. Das habe ich noch nicht gesehen. Elektrisch Fenster, elektrisches Schiebedach. Da liegt noch ein zusätzliches Steuergerät. Wir haben Mikrofische dabei bekommen für den Reparatur, also für um die Reparatur. Ja, quasi Ersatzteilkatalog etc. Hier ist dieser sogenannte Bordcomputer. Ich sage euch, dafür braucht ihr aber Abitur, um das Ganze zu machen. Ja, hier haben wir unseren Motor. Ich sehe sofort, das ist auf jeden Fall kein Zahnri-Motor, sondern der wird eine Steuerkette oder Stößelstangen haben. Hier haben wir den Ladeluftkühler. Jetzt sagt ihr, der sitzt ja gar nicht im Fahrtwind. Guckt mal hier. Hier strömt der Wind ein durch diese Fläche, wird hier durchgetrieben. Dann liegt das mit einer Gummidichtung hier drauf. Und wird durchgedrückt und nach hinten unterm Auto hier hinter weggeleitet. Muss wohl funktionieren. Aber an sich, Motorraum sieht gar nicht so schlecht aus. Also Federbein, Döme und sowas, das sieht gut aus. Hier ein bisschen Rost. Hier haben wir auch. Aber das ist, naja, ist halt die Geschichte des Autos. Und wie ihr gesehen habt, gekauft hat den eh keiner. Sprich, es stand bei Kleinanzeigen drin. Keiner wollte sich drum kümmern. Nur Export 100, 200 Euro. Und geht nicht. Also versuche ich mit wenig, möglichst wenig Geldmitteln dieses Auto wieder auf die Straße zu bringen, weil technisch, sage ich euch, hat er nichts. Und genau das seht ihr im nächsten Video zum Peugeot 505 Turbo. Also bis zum nächsten Video. Ciao.